tierisch gut drauf. Moin und herzlich willkommen zu tierisch gut drauf. Wir haben es jetzt 8:30 mittlerweile und ich habe heute und morgen was ganz Besonderes vor. Ich mache nämlich eine kleine Reise. Hat erstmal eigentlich nichts mit Tierfilmerei zu tun, sondern ich möchte einfach nur ein befreundetes Ehepaar besuchen. Die wohnen im Bremer Umland, und zwar den guten Sören und die gute Jessica. Sören, den kenne ich schon seit, ich glaube, 100 Jahren. Und die gute Jessica, die kenne ich halt durch Sören. Sie hat auch eine Spiegelreflexkamera, aber fotografiert damit eher so Leute und Landschaften und sowas alles. Also nicht so wie ich Tiere. Ja, und da möchte ich jetzt mein Wochenende verbringen. Ich bleibe da dann eine Nacht über und fahre dann morgen irgendwann wieder nach Hause. Aber ihr kennt mich, ihr seht es auch schon, ich habe hier schon wieder grüne Tarnklamotten an. Denn ich habe mir überlegt, auf dem Weg dorthin werde ich einen bestimmten Spot mir anschauen. Und zwar den Ort Dangast. Das ist, glaube ich, ein Ortsteil von Farel, wenn mich nicht alles täuscht. Und da habe ich immer relativ viele Beobachtungen gelesen bei Naturgucker oder bei ornito.de. Und jetzt schaue ich mir das da einfach mal an und guck mal, wo man da überhaupt langlaufen kann, wie da so die Gegebenheiten sind, wo man hinkommt, wo nicht. Ja, das wird, glaube ich, gleich erstmal ganz spannend. Und dann habe ich mit dem guten Sören abgemacht, dass wir gegen Nachmittag nochmal an der Weser so ein bisschen nach Tieren schauen. Wird bestimmt auch eine ganz spannende Geschichte, weil ich sag mal, Bremen ist natürlich ein ganzes Stück weiter im Inland und nicht so nah dran an der Küste. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass ich da auch andere Tierarten antreffen werde als hier. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein ganzes Stück fahren, bis ich in Dangast angekommen bin. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich. Tschö! Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es schneit! Juhu! Minuten später kam ich in Dangast an. Es schneite immer noch. Herrlich. Ja, ich bin jetzt in Dangast angekommen und ich bin jetzt hier an einer Schleuse und ihr seht selber, es schneit. Das ist so geil. Das ist der erste Schnee in diesem Winter und ich bin total begeistert. Ich habe nicht gedacht, dass ich das noch erleben darf im Dezember, aber es ist soweit. Richtig cool. Im kleinen Schneegestöber sah ich mich etwas am Strand um. Der erste Vogel, den ich bemerkte, war ein Turmfalke. Ich kam auch einigermaßen nah an ihn heran, um ihn zu filmen. Er nutzte einen Farnmast als Ausguck. Circa 40 Meter vor mir entdeckte ich einen großen Brachvogel auf Nahrungssuche. Er suchte nach Würmern im Watt. Ich war ziemlich fasziniert, denn ich habe noch nie beobachten können, dass der Brachvogel auf der Nahrungssuche seinen ganzen Kopf in den Schlick steckt. Und das Ganze dann auch noch auf Kamera zu bekommen, war richtig cool. Etwas weiter weg konnte ich einen weiteren Schnepfenvogel entdecken. Aufgrund der Entfernung und der erschwerten Sicht wegen dem dunklen Himmel und der ganzen Schneeflocken konnte ich diese Art allerdings nicht genau bestimmen. Vielleicht wisst ihr, was es ist. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Diesen Vogel hingegen habe ich sofort erkannt. Ein Säbelschnäbler. Der Säbelschnäbler ist allein durch seinen nach oben gebogenen Schnabel leicht von anderen Arten zu unterscheiden. Ich habe seine Jagdtechnik an diesem Tag das erste Mal gesehen und war echt begeistert. Er schwingt seinen Kopf richtig hin und her, um dabei Nahrung aus dem Wasser zu filtern. Das war schon ein ziemlich cooles Erlebnis. Und diese schöne Szene hier mit den abfliegenden Vögeln im Hintergrund war auch die letzte Aufnahme hier in Dangast. Danach ging es direkt weiter nach Bremen. Nach einer weiteren Stunde Autofahren kam ich gut bei meinen Freunden an. Das Wetter war hier wesentlich besser als an der Küste. Wir tranken erstmal gemütlich einen Kaffee und fuhren dann an die Weser. Der Typ, der da gerade in der Weser steht, das ist mein Kumpel Sören.
Und ich habe schon gesagt, wir stehen hier direkt am Ufer der Weser. Also echt bildschön. Wir waren hier schon mal schwimmen. Letztes Jahr, oder? Dieses Jahr ging ja nicht wegen Corona. Ja, wir waren hier auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal schwimmen. Und mega toll hier. Aber leider nicht so viel an Vogelitäten und Tieritäten. Bereits kurz nachdem wir den Spot verließen, hatten wir richtig Glück. Auf einer Bushaltestelle entdeckte Sören einen Turmfalken. In Eile gelangen mir sogar zwei schnelle Bilder mit Beute. Die Videoaufnahmen danach waren einfach traumhaft. Es waren die besten Turmfalkenaufnahmen, die ich bis dato machen konnte. Einfach Wahnsinn. Ein paar Meter weiter entdecken wir einen großen Schwarm Wacholderdrosseln. In dem Schwarm befanden sich auch vereinzelt Rotdrosseln. Leider kamen wir nicht wirklich nah heran, um bessere Aufnahmen zu machen. Trotzdem ein toller Fund. Wir haben gerade eine ganz schön große Truppe von Rehen gefunden und wir versuchen uns jetzt langsam anzuschleichen. Die Rehe, die sind da hinten hinter der Baumreihe. Und ich bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Also mein Kumpel hat gerade elf Stück gezählt. 13, sagt er. 13 Rehe. Und die sind alle tatsächlich auf einer Stelle. Und wir versuchen uns jetzt langsam anzuschleichen. Also wünsche uns Glück. Auf dem matschigen Feldweg ließen wir das Auto stehen und schlichen uns Meter für Meter an die Tiere heran. Direkt vor uns auf dem Feld grasten drei Rehe in 100 Meter Entfernung. Ein Reh passte immer auf und beobachtete uns. Am Feldrand zog eine größere Gruppe von Rehen entlang. Beide Gruppen schließen sich anschließend zusammen und nahmen gemeinsam Reis aus. Insgesamt waren es sogar 14 Rehe. Das war ein wirklich schönes Erlebnis. Wir sahen auch einige Fasane an dem Nachmittag, doch ich verpasste es stets, eine gute Aufnahme zu machen. Diese Aufnahme war allerdings einigermaßen brauchbar, obwohl der Fokus nicht immer wollte. Vor dem Ende unserer Tour stießen wir noch auf einen Buntspecht. Er hämmerte gerade die Rinde eines Baumes ab. Kurz zuvor hatten wir auch Jessica abgeholt, denn sie wollte auch ein paar Bilder machen. Allerdings wollte sie keine Tiere fotografieren, sondern eher die Landschaft und mich. Die Qualität und die Atmosphäre der Bilder waren wirklich unglaublich. Wenn ihr Lust auf ein tolles Fotoshooting habt und vielleicht im Bremer Umland wohnt, dann schreibt sie doch einfach an unter www.jessicareels.de. Ich war zumindest sehr, sehr begeistert über das Ergebnis. Am nächsten Morgen setzen wir uns nochmal in den wundervollen Garten. Hier haben beide für die Wildtiere eine tolle Umgebung geschaffen. Die Vögel ließen auch hier nicht lange auf sich warten. Die Kohlmeisen waren die ersten vor der Kamera. Dieses Exemplar hat offensichtlich Kontakt mit einem Räuber gehabt, denn die Schwanzfedern fehlten. Die Haussperlinge kamen in kleinen Schwärmen in den Garten. Es ist immer wieder schön, sie zu beobachten. Ein besonderes Highlight waren zwei Wintergoldhähnchen. Sie sind so schnell und sprunghaft,
dass ich gleich mehrere Filmversuche versaut habe. Zumindest gelang mir eine brauchbare Sequenz. Ich liebe diese kleinen Vögel und freue mich immer wieder, wenn ich sie sehe. Auch die Grünfinken waren in Sörens und Jessicas Garten zahlreich vertreten. Sie kamen immer in kleineren Truppen und suchten dann auf dem Boden oder in den Bäumen nach Nahrung. Insgesamt haben wir über 12 Vogelarten in einer Stunde gezählt, doch die wenigsten ließen sich filmen. Immerhin gelang es mir zum Schluss, noch eine Blaumeise vor die Kamera zu bekommen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Im nächsten Video werde ich übrigens ein kleines Weihnachtsspecial drehen. Da dekoriere ich meinen Garten so ein bisschen mit so ein paar Weihnachtsutensilien und dazwischen fliegen dann hoffentlich die Vögel und so hin und her. Und damit ihr das nicht verpasst, würde ich euch dringend empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Dazu klickt ihr einfach nach hier hin und wenn ihr Bock habt, mal ein anderes Video von mir zu sehen, klickt einfach da nach oben. Bis dahin, haltet euch munter!